Die Arte-Familie ist eine Familie, die Fenster und Festverglasung enthält. Und neu kommt die Arte-Tür dazu. Das war eine Weiterentwicklung über viele Jahre, wo man auch entsprechend an der Nachfrage gesehen hat, dass der Bedarf da ist. Sei das eben im Thema Renovation, wo eigentlich der Denkmalschutz sehr einen hohen Stellenwert hat und sich natürlich auch das Arte-Produkt optimal eignet. Im Gegensatz zu meinem System ist natürlich die Arte-Tür sehr filigran, schmale Profilansichten, so dass man dort natürlich mehr den Fokus auf Design legt, sei das jetzt innen oder außen Anwendung auch, dass man wirklich sehr viel Transparenz hat, aber auch ein bisschen den Sprung zu alten Systemen schafft, dass man die Wiederherstellbarkeit, die im Renovationsbereich kann, sicherstellen kann. Das Anschraubband ist sehr filigran. Wenn man bedenkt, wir können Türen bis 150 Kilo bauen und trotzdem ist es eben fein, dass es zu den sehr feinen filigranen Profilen auch passt. Bei der Arte-Tür haben wir eine schwellenlose Tür und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig im Markt, vor allem für Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Die Arte-Tür bringt dem Architekten sehr viele Vorteile. Der erste, wohl wichtigste Punkt für den Architekten, er hat eine filigrane Türe, die aber durchgängig geprüft ist. Somit hat er die Sicherheit, dass sie auch in der Praxis funktioniert. Er hat jenste Varianten in der Schwellensituation, im Schlossbereich, in der Gestaltung der Türe. Also er kann eine Ganzglastüre bauen, kann Türen mit Riegel bauen. Wir haben drei verschiedene Schlossvarianten. Wir haben drei verschiedene Schwellenvarianten und alles durchgeprüft, nach innen wie nach außen öffnen, einflügelig, zweiflügelig. Und mit Kombinationen mit Oberlicht, Seitenfestteil oder eben, wenn es auch Übergänge mit Fensteröffnungselement gibt. Die Gestaltung, das wichtigste Element für einen Architekten, da ist er wirklich komplett frei. Die Arte-Türe ist grundsätzlich aus Stahl. Wir können aber auch in Corten fabrizieren und in Edelstahl. Mit der Arte-Türe gibt es viele Designmöglichkeiten, wo man umsetzen kann, einfach mit den verschiedenen Glasleisten, die wir zum Beispiel einsetzen können. Wir können die Sprossen verschieden anordnen, das heißt, dass die Türe einfach nur mit einer einfachen Sprosse, die wir ändern können, vom Design her gleich ganz anders aussieht. Das Bearbeiten, vor allem in Bezug auf die Biegerei, da sind wir sehr flexibel, von ganz großen Radius bis zu sehr engen Radien können wir da fahren. Man bedenkt, Stahltüren von den, sagen wir mal, 20er bis 50er Jahren, die sind heute 70 bis 100 Jahre alt, die funktionieren alle noch, nicht mehr Stand der Technik, die werden ersetzt. Und heute können wir davon ausgehen, dass unsere Stahlsysteme auch wieder so lange halten, aber der heutigen Stand der Technik entsprechen. Die Zukunft der Arte-Tür sehe ich als sehr vielversprechend. Wir haben jetzt schon eine sehr gute Grundlage, vielseitige Möglichkeiten und ich sehe dort, dass wir auch aufgrund von Feedbacks von Kunden, von Architekten, von Metallbauern auch weiterhin können dort neue Aspekte reinnehmen, sei das im Bereich von der Gestaltung, von der Funktionalität, aber auch vom Thema Verarbeitung vom Produkt selber, was sehr wichtig ist. Also ich bin sehr stolz auf die Arte-Türe, weil sie so viel kann. Mit so feinen oder so filigranen, schmalen Profilen so viele Möglichkeiten abdecken zu können, finde ich einfach großartig.